schaut mich an und stellt sich die Frage, was macht denn der da jetzt gleich? Und hier, vielleicht weiß ich das selber noch gar nicht. Aber der ganze Hintergrund ist, was ich hier mitgebracht habe, es geht um das Thema Fehlerstrom-Schutzschalter. Und da stellt sich für mich die Frage, die Filmaufnahmen laufen, sehe ich gut aus? Weiß ich noch gar nicht so. Jetzt wäre die Aufgabe für mich, hier die Leute ranzuholen und sich vielleicht Lust und Laune mit dazuzusetzen. Die Firma Fluke heiße ich auch recht herzlich willkommen. Ich würde Ihnen noch mal was erzählen, was Sie vielleicht noch nicht wissen, was wir in unseren Gesprächen, vielleicht haben Sie 15, 20 Minuten Zeit, wo ich Sie dementsprechend ein bisschen mit dazuholen kann. Ich hatte auch gerade schon versucht, die Firma Mennekes nebenan zu aktivieren, aber das ist mir noch nicht ganz gelungen. Das Thema, was wir also heute Morgen haben, ist Fehlerströme im Blick. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Stefan Davids, ich bin im Hause Döpke für den technischen Vertrieb zuständig und da ist doch jemand von den Messgeräteherstellern, Werner, sehr schön, und mal gucken, ob ich Zwischenrufe bekomme, was ich denn alles so erzähle. Und die Frage, die mich eigentlich treibt, ist, wer von den Beteiligten hat denn überhaupt schon mal an Spannung angefasst? Wer hat denn schon mal einen elektrischen Stromschlag bekommen? Alle, gut, so, auch an diesem Morgen. Und die Frage, die sich dann weiterstellt, im schlechtesten Fall, Werner, im schlechtesten Fall, wie viele Versuche haben wir? Im schlechtesten Fall nur einen. Einen haben wir leider nur. Und das ist also das Dilemma. Und dann ist eigentlich auch so die Thematik, wer hat denn zu Hause Fehlerstrom-Schutzschalter im Einsatz? Gut, von Hager auch bestimmt einen im Einsatz. Das muss nicht Döpke sein. Und ich weiß, dass ich, wenn ich solche Aufträge mache hier, dass natürlich auch alle, also auch die Kollegen von Hager, von Siemens und wie sie alle heißen, herzlich willkommen. So, und dann ist eigentlich so das nächste Thema bei dem Ganzen. Wenn ich zu Hause Erwischungsschalter habe, wer dann aus den letzten Jahren mal aus Versehen oder bewusst auf diese Prüftaste gedrückt? Respekt. Ja, da sind auch Kollegen. Hat man das dann bewusst gemacht? Hat man das bewusst gemacht? Oder, ja, und da ist eigentlich so diese Thematik, da ist ja auch das ganze Thema, der beste Schutzschalter ist sowieso der, der nicht auslöst. Ne? So, und dieses Altern von so einem RWE-Schutzschaltern, das ist wirklich auch ein Thema, weil dieser Auslöser, der da drin ist, kann uns natürlich auch ein bisschen, ich will nicht sagen Schwierigkeiten machen, das liegt an dem Produkt selber. So, und wenn man sich das anguckt, dann stellt sich dann auch die Frage, was hat so ein altes Produkt hier, als ich das dann mitgebracht habe, was hat so ein altes Produkt denn überhaupt auf so einer Folie zu sehen? Und hier, als der Landwirt, wo ich das ausgebaut habe, dann sagte, wieso nimmst du mir den weg? Ich sage, du, das sind 1 Ampere. Das sind 1 Ampere Erwischungsschalter. Also, nennt Fehlerstrom. Die jungen Leute gucken jetzt gerade, wie gab es das mal? Ja, guckst du hier. Da, die gibt es. Und das ist ein neues Produkt. Ja? Was haben diese beiden Produkte gemeinsam? Wenn man jetzt sagt, auch am letzten Messetag, Mario, die sehen gleich aus, dann müssen wir reden. Nein, das ist nämlich immer noch die gleiche Technik. Was ist es? Im Grunde genommen ein Summenstromwandler. Ein Summenstromwandler, und Kirchhoff hat wieder recht. Kirchhoff sagt, da wird hinfließen, muss aber wieder zurückfließen. Über einen Auslöser wirkt das Ganze und elektromechanisch und elektromagnetischer Schalter. Eine bewährte, robuste Technik gibt es auch bei Hager, gibt es bei uns. Millionenfach eingesetzt. Wenn jetzt so ein Hersteller da drauf schreibt, dass er eigentlich mal diese Prüftaste drücken müsste, dann kann man sich die Frage stellen, macht er das bewusst? Macht er das wirklich bewusst oder macht er das aus Spaß? Nein, er wird sich dabei was überlegen, weil der am Ende des Tages wieder einen Alterungsprozess hat. Und dann ist das wieder so, jetzt suche ich wieder meinen Präsenter. Da muss ich wieder hin und her laufen. Das macht mich immer ganz nervös, aber ich suche den dann irgendwann. Also jetzt ist dieses Teil hier und da ist mein Teil und da nochmal in Echtzeit. Und wenn ich jetzt so einen Auslöser habe und mir das mal genauer anschaue, dann sehe ich plötzlich so ein Bild. Und das ist Kupfer. Das ist das Herzstück von so einem Erwischungsschalter. Wird gefertigt unter reinen Raumluftbedingungen der Klasse 5. Klingt auch wieder wichtig. Aber wenn ich das Teil nach draußen lege, dann altert der. Weil es Kupfer ist. Und wenn ich Erwischungsschalter lange nicht von Döpke geprüft habe, dann kann ein 30 mA Schalter, der altert, der rostet, dann löst er nämlich erstmal 32 mA aus. Machst du dritte Messung,
mit dem Fluggerät, geht auch mit Gossen oder so jemand anderen, ja, aber du willst wieder einen Flug haben. So, und dann hast du das Szenario, machst du die Poolflächen sauber, wird er wieder schneller. Ja? So, und da habe ich mir dann wieder so einen Spaß mitgemacht. Ich habe dann ja auch mal wieder zufälligerweise, das weiß denn der ZVI auch nicht, was ich denn für Produkte in der Hand habe. Helfen die Folien prüfen. Ich muss ja vorher die Folien hier angeben, was ich dann alles so zeige. Aber dann ist ja das Zeigen und die Folien sind ja immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Und darum haben wir wieder, das war so eine Anwendung, wenn du auf die Prüftaste drückst, was mir so wichtig ist, dann macht der Schalter ja Klack. Und wenn du Klack machst, dann hast du das Phänomen, hast du keine Spannung mehr anstehen. Das ist gerade in der Industrie manchmal ein bisschen nervig und das hat dann auch ein Betreiber dann organisiert und hier, ja, da kriegt ich irgendwann mal den Anruf, das war in Düsseldorf, wenn der aus Friesen Anruf aus Düsseldorf kommt, dann zucke ich hier immer zusammen und dann habe ich mich gefreut, weil er sagt, pass auf, du musst mal vorbeikommen. Ja, und da bin ich auch lange nicht gewesen in Düsseldorf, also ich wieder hin, ins Auto, hin. Und was will er? Er sagt, pass auf, wir haben bei uns, unsere Jungs in der Instandhaltung haben da auf die Prüftaste im Labor gedrückt. Und als sie das machen, haben die nicht gefragt, den Laborleiter, ob sie das so einfach tun können, sondern die haben einfach gesagt, prüfender Wahl, haben wir festgelegt, ja, drauf gedrückt. Dann hat der Laborleiter nächsten Morgen den Leiter der Instandhaltung angerufen und gesagt, was habt ihr gemacht? Ich sage, was hast du gemacht? Er sagt, wir haben freigeschaltet. Er sagt, das war nicht gut. Das war nicht gut, weil das waren Langzeitversuche. Das war sechsstellig, Herr Bamil. Das war sechsstellig. Ja? So, aber Organisationsverschulden. Oh. Aber dann, was machen wir denn jetzt? Guckst du hier. Also es geht um das Prüfen, es geht nicht um das Messen. Du brauchst dich nicht aufregen. Das geht nur um das mechanische Prüfen. Ich habe nicht gesagt, dass du nicht messen sollst. Ich habe gesagt, du sollst messen, aber du sollst auch zwischendurch die Prüftaste drücken. So, also machst du hier. Es geht um das Testen. Ein sogenannter Twin-Schalter. Der Clou liegt da drin, die Summenstromwandler liegen in Reihe. Das ist der Unterschied. Wenn du es parallel schaltest, sonst kommst du mir um die Ecke und sagst, das klappt aber auch beim... Nein, das klappt nicht. Clou liegt, Summenstromwandler in Reihe. Es geht nur um das mechanische... So, also es geht dem, wo wir prüfen. Jetzt kommt das Umleitungsschild. Du hast immer noch einen Erwischungsschalter, du hast immer noch deinen Personenschutz, du willst Abschaltung, ja, Schutzmaßnahmen. Jetzt prüfe ich den, hält. Du hast immer noch Spannung draufstehen. Wenn ich jetzt auf die Prüftaste drücke, wa? System verstanden? Dann habe ich wieder das Phänomen, der ruft mich an, dann schalte ich also diesen wieder zu, drücke da drauf und habe immer Personenschutz und habe getestet, ohne freizuschalten. Darum haben die Ostfriesen das. Twin-Schalter, ein Zwillingsschalter dementsprechend. Gibt es auch ein vierpolig, ist aber dann 8 Teilungseinheiten groß. Und jetzt nicht rechnen 50 Euro und 50 Euro. Nee, da kommt noch Marketing und Vertrieb dazu. Wa? Also das ist noch ein bisschen umfänglicher. Das ist also auch noch ein Unterschied dann an der Stelle. Ja? So, machen wir weiter. Schaltschloss machen wir auch. Wer von den Beteiligten kennt gewitterfeste Erwischungsschalter? Ja, da du dich, da auch, und du darfst dich auch melden. Ja, gut, weil ihr das fachlich macht. Aber das ist so eine Frage, die ist ernst gemeint, weil das Phänomen, aus meiner Sicht, wir haben immer mehr elektronische Verbraucher. Da können wir uns drüber unterhalten, ob das gut ist oder nicht. Die sind auf jeden Fall da. Und die Folge ist, du hast ja auch so ein Lieblingsthema, Balkonkraftwerke. Also ich will das auch nicht ansprechen, weil du mich gerade anschaust, ist auch Freitag, wir haben die ganze Woche Messe gemacht. Aber wenn man sich das anschaut, so ein Standard-FI-Schutzschalter, das ist ja 50 Jahre alte Technik. Rhetorische Pause. Und da hauen wir neue Verbraucher dran. Warum? Warum nehmen wir denen das? Dann werden sie auch im Hagerstand genau dasselbe gehabt haben wie bei Siemens. Warum nehmt ihr das? Machen wir immer. Und wenn du deine Messseminare machst, ist wieder dasselbe. Das kriegen wir immer wieder das gleiche Antwort. So, worauf will ich hinaus? Das war ja das mit der Prüftaste, das habe ich erklärt. Da gibt es die ersten Sachen dann auch. Ist wichtig, Auslöser Alter, darum müssen wir mal mechanisch drücken. Wirkt auch ein Schaltschloss. Darum gibt es diesen Auslöser auch in Heavy Duty. Da gibt es eine andere Legierung dazu. Und ja, es gibt andere Hersteller, die in dieses Gehäuse oben auch eine kleine Heizung reinmachen. Ist einer von Siemens hier. Auch die machen das. Die machen eine Heizung, da ist ein kleiner Widerstand drin. Und der beheizt dieses Teil, um dem Wissen das kuscheliger zu machen. Denn
gammelt der nicht so schnell. Das ist diese Siegesfunktion, die die auch haben. Was meinst du, Andreas, wie schwer mir das fällt, als Döpke-Mitarbeiter diese Technik zu erklären, wa? Aber bin ich verdienstverpflichtet worden hier heute Morgen, ja? Kostet nicht mehr, wenn ich sowas erzähle. So. Raue Bedingungen heißt das Ding bei uns. Wie heißt das denn? Gibt es sowas auf dem Hager? Müsste ich fragen. Aber bei uns ist das ein Korrosionsbeschütz. Temperatur spielt dort eine Rolle. Und dieses HD ist auch nochmal wieder wichtig. Warum? Jetzt sehen Sie gleich Bilder von einem, ja, eigentlich von einem Auslöserteil, wo das bei Schwimmbadtechnik stattgefunden hat. Und Werner, ich habe das wirklich diese Tage hier wieder gehabt. Der sagt zu mir, sag was auf. Wir haben einen Kunden, der hat Schwimmbad. Größeres Schwimmbad. Und ich will die Schwimmbad, wollen wir prüfen und messen. Kommt er mir, Andreas, das hättest du ja erleben müssen. Kommt zu mir, landet zufälligerweise bei mir. Hat er auch Pech gehabt den Tag. Aber landet bei mir und was ist? Was ist? Sagt er zu mir, ich habe Schwimmbadtechnik. Ich sage, und? Du, da fliegen uns alle 4 Jahre, gehen die Erwischungsschalter kaputt. Zum Glück nicht von uns. Ja? So, ich sage, und? Ich sag, was mache ich denn dagegen? Habe ich ihm das erklärt? Kannst du bessere Chlorgase? Das gammelt, weil der, ja, alles was da ist. Dann hast du solche Ablagerungen da drauf. Was ist die technische Lösung? Bei uns HD, superresistent, nein, Sieges, das andere Thema könntest du tun. Guckt er mich an und sagt, was kostet der denn mehr? Ich sage, ja, Preis ist das auch noch ein Thema. Ich sage, und? Ja, sage ich, so 15%, überlegt er. Ich sage, und das ist besser? Ich sage, ja, das hält dann. So, dann nö. Ich sage, wieso nö? Der sagt, pass auf, wir wechseln jedes Mal so 60 Stück, alle 4 Jahre. Wenn ich da jetzt bessere Technik einsetze, dann lasse ich das. Ich mache mir den Auftrag ja kaputt. Die tausche ich hier alle 4 Jahre besser. Das nennt man denn Nachhaltigkeit. Ja? Das nennt man nachhaltig, das ist dann wirklich das super. Es gäbe technische Lösungen, ganz robust, einfach, leider nicht genommen. Hatte die Chance, ich auch, wieder nichts verkauft, Werner. Das hat ja alles nur Kohle gekostet, ich habe wieder nichts auf die Uhr gekriegt hier, du. Das ist unglaublich. Dann wissen wir ja noch gar nicht mit unseren ganzen Typen, AC-Typen in Deutschland verboten, international ja noch dabei. Das ist auch immer gerne genommen. Wissen Sie, das sind ja die Zeichnungen auf den Schaltern, dann guckst auf den Schalter drauf und wenn du international unterwegs bist, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, wenn ich an so einem Sicherungskasten vorbeikomme, wa? Kennen Sie das? Dann guckt man erst in so ein Hotelzimmer, guckt, dass da ein Jungschalter ist, weil die Kollegen von Jung hier jetzt gerade stehen, guckst, ob da ein Jungschalter ist und dann siehst du, und wenn so eine Verteilung da ist, ich muss die aufmachen. Ich muss die aufmachen. Und wenn du unterwegs bist und dann erst, wenn ich die aufmache, drückst du ja die Prüftaste in so einem Hotelzimmer. Leute, Werner, das müsst ihr mal tun. Da ist immer ein Upgrade drin. Warum? Dann funktioniert dieser Scheißschalter nicht. Wunderbar. Da ist immer ein Upgrade für mich drin. Ja, und musst du dir vorstellen, ich komme um 20 Uhr an die Hotelrezeption, habe schlechte Laune und dann funktioniert dieser Schutzschalter nicht. Da bin ich ziemlich komisch. Vorstellbar? Also das ist schon spannend. F-Schalter, Trommelwirbel, halt schon. F-Schalter, eigentlich müssten wir beide haben jetzt gerade Blickkontakt, hier wird Politik gemacht jetzt. Eigentlich bin ich der Meinung, sollten wir die A-Schalter in Deutschland verbieten. Weil die F-Schalter mittlerweile auch das Thema Gewitterfest ja auch mit dabei haben und immer mehr, immer häufiger wir elektronische Verbraucher da hinten dran haben. Und der A-Schalter ist 50 Jahre alte Technik. Können wir uns zusammen überlegen, ob wir das weiter tun wollen. Hier nochmal die Bezeichnung, die ersten Erwischungsschalter, wenn ich überziehe, wa, muss die Dame mir Bescheid sagen, sie haben den Blick, jo. Was habe ich? Obere und untere Halbwelle, ersten Schalter, elektromagnetischer Schalter. Dann haben wir die Verbraucher draufgesetzt, die uns die Halbwellen wegschneiden, zum Beispiel einen Dimmer. Und dann sieht so eine Form des Federstroms dann so aus. Darum AC, Buchstabe weg, Halbwelle weg, darum heißt der Typ A. Das war jetzt Normungsarbeit, das war viele Sitzungen, viele Abende und allem, was dazugehört. Und jetzt wieder mein Joke, wenn Sie so einen Standardschalter haben, und da kann in dem Fehlerfall ein glatter Gleichfehlerstrom draufgesetzt werden von 6 mA DC. Fangfrage, kommen noch neue Gäste dazu. Sie haben einen Standard-Erwischungsschalter. Stichwort Elektromobilität. Sie haben eine schöne Wallbox von Mannekes da mit dabei. Was ist?
Da kommt jetzt ein 6 mA DC. Wissen Sie, was dann dieser Schalter noch macht? Was macht der? Nix. Und was will der Kunde haben? Der Kunde will nicht sowieso einen erwischten Schalter haben, der will den Schalter haben, der nicht auslöst. Weil das ist der beste Erwischungsschalter. Das weiß der aber nicht. Das weiß der nicht. Darum müssen wir den Leuten das ja auch erzählen. So, und dann siehst du das so, dann hätten wir das gleiche Phänomen, bei altstromsensitiver Technik, weil wir immer mehr Frequenzumrichter einsetzen. Und weil die Frequenzumrichter, wollen wir auf die Frequenzumrichter verzichten? Nee, wollen wir auch wieder nicht. Warum? Energieeinsparung, gute Drehzahlregelung, große, große Vorteile. Und die können uns im Fehlerfall auch einen glatten Gleichfederstrom aufsetzen. Darum haben wir das zusammengeschrieben. Darum habe ich bei meinem Kollegen Martin Kahn da zufälligerweise so ein Buch mitgebracht. Haben wir natürlich bei uns auch auf dem Messestand. Hier nochmal die beiden Unterschiede. Und da vorne ist ein altstromsensitiver Schalter. Bei uns auch, wir beide haben gerade Blickkontakt, da ist eine grüne LED drauf im Betrieb. Diese grüne LED ist eine optische Anzeige, Werner, das musst du bei deiner Schulung auch bitte immer wieder sagen. Dort ist eine grüne LED, das ist eine optische Anzeige, ob das Frequenzband Typ B in Ordnung ist. Geht das Ding aus, ist das immer noch ein A-Schalter. Für das Geld kriegst du zwei Erwischungsschalter in einem. Jo, und das ist ja auch das Schöne, ich weiß nicht, wie den beteiligt das geht. Also Menschenleben ist sowieso unbezahlbar. Ja, und wir machen das alles im Standby, das macht so einer wie Hager und wir auch. Nebenbei haben wir das dementsprechend mit an Bord. Wunderbar. So. Das war die Frage, wer kennt gewitterfeste Erwischungsschalter? Das ist ein Thema, was ich bespiele. Meine Arbeitskollegen können das Ganze schon nicht mehr hören, wenn ich überziehe. Ich weiß, ich habe die Uhr nicht im Blick. Wir müssen mal Blickkontakt haben. Müssen wir einmal mal Handzeichen geben. Ich mache das hauptberuflich hier. Dann kann ich das so einspielen, dass das alles hier zielgenau aufhört. So, was ist? Gewitterfest. Wer kennt das? Kaum einer. Und das ist eine österreichische Prüfbezeichnung. Wo kommt das her? Die Österreicher haben die Alpen. Weil die Alpen haben, haben die eine höhere Gewitterneigung. Punkt. Darum haben die in den Errichtungsbestimmungen irgendwann reingeschrieben, wir müssen bestmögliche Schutzschalter haben, die robust funktionieren. Erzähle ich so, bin ich in einer Veranstaltung und zwei Leute fangen während meines Vortrags an zu quatschen. Die sind gerade bei IKEA rausgelaufen, weil da zwei Kollegen von IKEA stehen, die ich kenne. So, ist die Kunden gerade rausgelaufen. Nee, pass auf, was ist? Ich sage, was habt ihr? Er sagt, pass auf, wir haben jetzt ein Phänomen. Die haben auf 8 Meter Höhe 150 Leuchten montiert. Ich sage, und? Wir hängen im TNT-Netz, sagt er, und hab den Erwischungsschalter brauche ich, um die Abschaltbedingungen zu halten. Nicht aus dem Thema Personenschutz, sondern aus den Abschaltbedingungen. Ich sage, und? Pass auf, als wir die LED-Beleuchtung einschalten, macht der Erwischungsschalter was? Klack. Werner, du guckst mich an und ich sage dir, wenn du glaubst, dass die dann anfangen zu messen, nein, die fangen nicht an zu messen, weil was machst du als Elektriker, wenn der Erwischungsschalter ausgelöst hat? Zuschalten, natürlich. Und dann gucken wir, was passiert. Das ist nicht so, dass wir anfangen zu messen. Das ist doch viel zu früh. So, ich sage, und? Was machen wir weiter? Sagt er, ja, pass auf, wir haben hier eingeschaltet. Hält. Halbe Stunde später, klack. Ich sage, gut, habe ich verstanden. Jetzt, das muss man wirklich alles mal aufnehmen. Denn ist wirklich mir passiert, sage ich, was machst du denn jetzt? Sagt er, ja, dann ist er nämlich nochmal ausgelöst und wir sind jetzt seit 2 Tagen am Fehler suchen. Auf 8 Meter Höhe. Weil wir meinen, da ist irgendwas. Ich sage, pass auf, um euch jetzt richtig zu beraten, brauche ich 2 Informationen. Sagt er, welche? Die erste ist, macht ihr das als Stundenlohn? Wenn ihr das als Stundenlohn macht, machst du 2 Tage weiter. Ja? Weil du wirst nichts finden. Ich sage, wenn du das nicht auf Stundenlohn machst, dann hol deine Jungs da raus. Sagt er, was ist denn dann die technische Lösung? Andreas, die Antwort ist, nimm gewitterfesten Erwischungsschalter. Weil den keiner kennt, wird er dann im Großhandel auch nicht mehr stellen. Also Michael, was muss ich wieder machen? Showtime und den dementsprechend erzählen, was da los ist. Also es geht um dieses Symbol. Und ich mache mir immer wieder den Spaß, auf dem Messestand diese Tage hier, wir beide schauen uns an. Ich sage, wofür ist das? Das weiß ich doch nicht. Ich sage, stimmt, darum müssen wir ja auch auf dem Messestand miteinander reden. Das muss ich dir ja wieder erklären. Und wenn der 3 Jahre nicht da gewesen ist, Andreas,
Das hat er schon wieder vergessen. Dann muss ich dem dann nochmal wieder erzählen. Ich kann das, ich habe doch kein Problem mit. Was? Aber was ist? Das stand denn schon mal in so einem Fachartikel von der Fachzeitschrift.de. Wunderbar, wunderbar. Aus 2011. Und ich bin so frech und erzähle das mir als Weltneuheit. Wunderbar. Weltneuheit, gewitterfester Videoschalter. Hat er noch nie von gehört. Mach dir mal den Spaß, Werner. Das ist wunderbar. Und jetzt technisch erklärt, wa? Das ist L1 und das ist ein Glättungskondensator. Das weiß ich gar nicht, ob du das weißt. Ich bin Mitglied in einer EMV-Kompetenzrunde. Ich habe sonst keine Hobbys. Ja, so, elektromagnetische Verträglichkeit, das ist mein Hobby und das ist ein Glättungskondensator. Und wenn ich diese Glättungskondensatoren immer mehr in elektronischen Verbrauchern habe, dann habe ich diese Phänomene. Und dann hast du eine Einschaltspitze, das muss nicht, wie viel Zeit habe ich noch? 3 Minuten noch und haben nur 38 Folien. So, und das wird gleich ein Film, aber Glättungskondensator, das ist eine Einschaltspitze. Und dann bin ich gespannt, wenn die Kamera noch mitläuft, läuft die noch mit? Jetzt ist es gespannt, wie ich das jetzt hinkriege. Kamera gucken, da, so. Wenn diese Schalter, die dürfen eine Halbwelle, die dürfen 10 Millisekunden. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Technik das hinkriegt, dass das 10 Millisekunden. Wenn ich hier vorne so stehe, Michael, am Freitag nach einer Woche Messe, das ist verhältnismäßig dämlich, wenn ich dazu spiele. Er fokussiert das nochmal. Ja, wenn ich so vor meinem eigenen Bild stehe, das macht er gleich ein Handzeichen und geht Finger nach oben. Wenn ich mit der Kamera spiele, das kriege ich hin. So, wunderbar. Also, wie Millisekunden. Langsam, wie viele Millisekunden gucken diese gewitterfesten Schalter weg? Richtig, 10 Millisekunden. Dann ist er robuster, weil der beste Schutzschalter der ist, der nicht auslöst. So, das ist die Thematik. Kurzzeitverzögert, ÖVE, österreichische Prüfnorm. Wenn da das Symbol drauf ist, dann weiß ich bei so einem Erwischungsschalter, der darf eine Halbwelle 10 Millisekunden zu weit gucken. Da findet man das. Wie heißt das denn bei Hager? Ich wüsste die Bezeichnung jetzt gerade nicht. Gut. So. Gibt es bei Hager bestimmt auch. Und dann gibt es Wärmepumpen. Frequenzumrichter, ein Thema, was immer mehr wird. Da schreiben dann sogar die Hersteller rein, dass du da allstromsensitive Schalter davor haben musst. Weil wir ja über 3000 verschiedene Sorten haben, Werner, haben wir jetzt auch einen Schalter, der sieht dann so aus, dass da wirklich ein Symbol drauf ist. HP, du musst wieder eine neue Folie haben. Ja? Weil ich glaube, wir müssen den Praktikern dann einfach Hilfsmittel an die Hand geben, damit er nicht mehr nachdenken muss, sondern kaufen. Ja? Einfach, das ist die technische Lösung für Wärmepumpen. Das gibt es natürlich auch für die Ladeinfrastruktur. Wir können das Ganze sichtbar machen. Aber das ist das, was ich hier nicht mehr machen kann, weil wir dann bunte Bilder machen können. Aber wenn man dann mal an einem Renault Zoe vorbeiläuft, dann brummt der Zoe beim Laden. Nicht, weil er mich sieht, sondern weil da ein Wechselrichter drin ist. Und dieser Wechselrichter, der hat einen Ableitstrom bei 10 Kilohertz von 27,6 Milliampere. Warum? Da wird über die Steckdose, über eine Mennekes-Stecker in das Auto, über einen Wechselrichter wieder DC gemacht. Und dieses Frequenzband kenne ich auch von PV-Anlagen. Das ist ein Das ist genau dasselbe. Und der Zoe hat einen Wechselrichter. Ist einer von Renault hier? Der Wechselrichter sitzt nur da drin. VW und die haben Trenntransformatoren. Aber das ist das Brummen, was du beim Renault Zoe hörst. Könnt ihr auch was uns erzählen? Ich will nicht überziehen, weil die Dame, die dort mit ihrem Mikro auch schon steht, auf mich wartet, dass ich aufhöre. Die Damen, die Herren, ich sage danke fürs Zuhören. Das Wasser ist für mich oder für die Dame? Kriege ich auch gleich bestimmt eins. Danke, schönen Freitag noch. Gut nach Hause will ich allen, wenn wir uns nicht verabschieden. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank.